Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Nordfriesischen Marsch. Vierfach am Mittwoch, am 1. Juli, glaube ich, ist das, oder? Ich denke schon, 1. Juli muss heute sein. Ja, ich sage es nochmal gerne mit Handkuss und mit gerne Wiederholungen, so oft ihr es haben wollt. Wir sind schuldenfrei. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, wieder so viel Geld wie möglich zu verdienen, um mehr Fläche zu kaufen. Mehr, einfach damit wir noch ein bisschen mehr zu tun haben, weißt du? Ich habe da Bock drauf. Hier wird schon angesät, sehr, sehr gut. Hier wird geparkt. Was machst du da? Muss ich mal ein bisschen rausziehen hier. Was hast du hier gemacht? Ach, du fährst rückwärts. Wo machst du sowas? Fahr's nicht so tief ins Wasser. Ja, ich weiß, ne? Aber. Ach, der wollte rückwärts rausfahren, glaube ich, ne? Das macht er ganz gerne, der LKW, wenn man rückwärts rausschießt. Naja. So. Ist es jetzt, wenn ich jetzt. Ist es so besser für dich jetzt? Ja, ne? Ist jetzt die ganze Einsteiger noch aktiv? Ja. So, der Kollege hier ist, fährt jetzt wieder nach unten. Beziehungsweise den werden wir gleich mal abkuppeln und da werden wir es fast nochmal dranhängen, weil wir haben nämlich so ein paar tausend Liter Milch, die da vielleicht rüber müssen in die Produktion. Ja? Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Hoppala! Naja, du musst die Länge einschätzen, ist nicht so dein Ding, ne? Naja. So. Ja. Viele haben sich gefragt, ja, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Geld? Ja, du, prinzipiell habe ich so ein paar Ideen, habe ich schon. Und zwar würde es eher in diese Richtung gehen, dass wir jetzt diese Erdgeschichte weiter ausbauen. Neue Felder natürlich ein großes Thema. Ich sag's immer wieder, Felder, Felder, Felder und mach's dann eigentlich nie. Wir schauen jetzt mal, wie weit unsere Kies und Zement, also Kies und Sandproduktion ist, wenn die jetzt schon einigermaßen voll wäre, dann müsste man sich mal angucken, dass man da vielleicht was draußen macht, aber ja, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Schauen wir mal. Zum Verkaufen haben wir jetzt auf alle Fälle erstmal nichts mehr. Das heißt, das nächste Geld wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, bis das wieder reinkommt. Aber ja, mit dem Gedanken im Kopf, dass man natürlich keine Schulden mehr zurückbezahlen muss, ist halt schon ziemlich geil, muss ich gestehen. Ne? So. Dann habe ich hier das Fass, oder? Jo, habe ich auch hier. Sehr gut. Weiß gar nicht, ob die Zellstofffabrik noch Wasser benötigt. Das war mal eine Zeit lang so, dass noch Wasser benötigt wurde. Aber ich glaube, jetzt ist wieder... Das ist noch voll. Warte mal, da fahren wir nochmal zurück zum Zellstofffabrik und gucken mal, was da los ist. Da fährt unser Abfahrer. Sehr schön. Ja, das mit dem 5-Achs-LKW ohne Sattel, muss ich ja gestehen. Ist das eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, ich habe natürlich auch recht, wenn ihr sagt, weil du musst ja noch einen Häcksler kaufen. Stimmt, wir haben den noch, bis jetzt haben wir noch gemietet. Aber der wird auch irgendwann zu uns stoßen. Wichtig. Weil da geht jetzt einiges in Hatschistel weg. Wir machen da eine volle Drehung, würde ich vorschlagen. Weil dann arbeitet das Sägewerk auch wieder vernünftig, weißt du? Bauplatz für was? Oh, die Dolly tut mir so leid, ne? Aber ja. Da stand, gerade am Boden stand irgendwas. Was war denn das nochmal? So, abladen jetzt. Was steht da? Bauplatz für Leerpalettenproduktion. Warum? Wir haben doch die Dingens, oder? Die. Da haben wir doch Leerpaletten. Kann man das vielleicht noch ausbauen, diese Boxen? Ist das. Ah, da kann man die Produktionsstraße erweitern. Das kannst du haben beim Feed, ne? Das ist mir jetzt nicht so fremd. Zentralbau. Nee. Warte. Erdhaufen, das war das, was mir gefehlt hat noch, glaube ich, ne? Ja. So, wir brauchen Holz. Nee, Holzstamm war nicht, ne? Nee. Nee. Käserei, Kalkwerk, Kieswerk, bla bla bla, Mischfutter, Molkerei. Eine Nudelfabrik, das ist ja geil. Pflanzenschutz, Saatgut, Sägewerk haben wir ja schon, ne? Schweinefutter, Zellstofffabrik haben wir ja auch schon. Also irgendwie verstehe ich das gerade nicht, was der Feed hier machen will.
Ah, Palettenwerk. Aus Bretterpaletten werden... Ach so, lass mich mal kurz luschern. Ach so, das gehört eigentlich hierher. Das, Das heißt, wenn du keine Idee für Bretterpaletten hast, weil hier kommen ja, das sind ja nur, was ist das hier, warte mal. Irgendwo sind hier, hier ist eine Abteilung, warte. Weil das hier ist ja was Neues, glaube ich, ne? Was ist denn hier los? Ah, hier sind Bretterpaletten drin, gucke mal hier. Aber mit denen kannst du halt nur verkaufen. Warte mal, Bretterpaletten. Hier. Bretterpaletten kannst du zwar für gut Geld verkaufen, aber die Leerpaletten bringen weniger als die Bretterpaletten, jetzt mal ehrlich. Weil das ist schon einiges hier, ne? Gut, muss nicht sein, aber kann man mal machen. So, hier ist jetzt einiges reingekommen, sehr schön. Dann kann der wieder nach Hause fahren, dann haben wir die Geschichte auch abgearbeitet hier. Man muss ja immer gucken, dass es weitergeht, ne? So, dann nehmen wir da schon mal Sägewerk. Also mit dem fahren wir ehrlich am meisten rum, das muss man einfach mal so sagen, ne? So, dann haben wir den 8000... Ah. Das ist immer die Stelle, ne? Immer so ein vorgewendetes Problem. So, das läuft. Das hier ist da. Da wollte ich doch schon am Anfang der Folge hin, ne? So, dann fahren wir mal davor. Wir könnten natürlich auch, ne? Das habe ich auch schon öfter mal Multis machen, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Wir könnten mal unsere Kühe ein bisschen ausbauen. Aber ich glaube Felder. Weil uns fehlen so viele Rohstoffe immer und jedes Mal, ne? Und jedes Mal beklage ich mich, dass uns so viele Sachen fehlen und dann mache ich immer was anderes damit. 632, das wäre tatsächlich machbar. Erntereif ist auch. Hörst du nur drauf? Ja, moin. Ich brauche doch keine Baumwolle. Das ist ja wieder teurer, ne? Ja, 1,4 Millionen, wer kauft denn sowas, ey? Wobei, ja. Komm, wir sparen noch ein bisschen. Es läuft ja nichts weg jetzt, ne? Wir können es einfach noch ein bisschen sparen. Dann passt es auch wieder. So, was muss ich noch machen? Was fällt mir gerade ein? Was fällt mir gerade auf? Ich glaube, sonst sind wir eigentlich ganz gut bedient, ne? Gut, wir könnten da hinten mal, ne? Da könnte man wieder rausmachen hier. Da könnte man vielleicht nochmal den Radar da hochholen, das wieder rausmachen da hinten und ihn in den Schnellfermenter reinpacken. Das wäre wohl eine gute Variante. So, der ist auch wieder da. Sehr schön. Haben wir für den was von A nach B bringen? Dann haben wir für den momentan nicht. Guck mal ganz kurz in Silo rein, ins Lager rein, was wir da alles liegen haben. Aber ich bin der Meinung, dass wir momentan für den nichts haben. Gerste, so ein bisschen. Ja, guck mal, da mache ich doch die Gerste direkt rein in den. Ach so, da habe ich gerade was vorgestellt, ne? Verdammt. Den wollte ich haben. So, der hat eine Schaufel dran. Super, dann fährst du mal nach Hause, Kollege. Weil die Silage ist immer noch nicht reif, so wie ich die BGA hier kenne. BGA Hof, jo. So, dann fährst du mal los. Dann schaue ich mir das jetzt nochmal an hier, aber ich denke mal, das ist nicht... Das ist noch nicht so weit, denke ich mir jetzt einfach mal so ganz vorsichtig. Ja, 44%, wie gesagt, ne, da liegen halt mehrere Millionen hier drin. Hier liegt auch noch was. Ja. Den fahre ich jetzt nochmal weg, weil da... Genau da muss ich jetzt rein, ne? Wer hätte es gedacht? So. Genau, die Gerste, die machen wir jetzt da drüben rein, in die Mehlproduktion, weil da geht es schon mal weiter. Wir könnten ein paar Paletten von oben holen, fällt mir gerade auf, ne? Weil da sind nicht mehr so viele Paletten drin bei der Pelletfabrik. Können auch ein bisschen Heu reinwerfen. Können wir auch machen. So, das geht hier rein. Damit beginnt die Produktion auch wieder hier. Sehr schön. Da kommt der Radar da hinten. Habe ich auch schon gesehen. So. Dann werden wir... Sollen wir in den einladen? Ich glaube, ich lade in den ein. Weil da hat er mehr Platz als wie in dem kleinen, ne? Weil wenn ich momentan für den nichts zu tun habe, kann ich das auch so machen. Guck mal, werde ich einfach so hier hinfahren.
Da kann man hier schön aufladen. Das wird zwar einen Moment dauern, aber... Hatte ich eigentlich einen Förderband mit reingenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte. Förderbandsysteme. Das hatte ich mit reingenommen, ne? Krass eigentlich. Aber können wir im Radar da auch machen. Mein Gott. Eh schon da. Hier wird gesät, super. Hier wird gehäckselt, hier wird Milch weggefahren. Also alles in allem klappt das wirklich sehr gut. Achso, ja klar, was wir machen könnten, wir könnten den Klaas, könnten wir dafür einsetzen, dass das Zeug nach oben kommt zur Baustelle. Das wäre nicht so eine schlechte Idee, ne? Den Stahlzeug noch kaufen und den Rest, achso, Zementfabrik brauche ich dann auch noch. Naja. So, passt. Dann macht der sich schon mal leer. Dann würde ich es einfach so machen. Wir kaufen jetzt mal das Stück da oben, weil es wurde mir gesagt, das muss ich kaufen. Habe ich das jetzt alles anlagert? Ah, Brückenbau. Siehst du, jetzt ist drin. Das heißt, wir bringen da Kies. 400.000 Liter. Das ist schon ordentlich, ne? Wasser sehe ich jetzt. Also, kein Problem, kein Problem, kein Problem. Zement. Naja, müssen wir noch machen. Und Stahl. Aber das ist akzeptabel. Also, das bringe ich hin. Da werden wir uns dann morgen drum kümmern. Intensiver. Dass das mehr oder weniger automatisiert passiert. Dass wir da auf alle Fälle was hochbringen können. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Aber jetzt werden wir erstmal hier anfangen verladen. Das wird jetzt, weiß ich nicht, wie lange dauern, weil ich weiß ja nicht, wie viel da drin ist, aber... So, ein paar Minuten, ne? Dauert das wahrscheinlich schon. Warte mal, Handy liegt im Weg. So. Das können wir nämlich in den Schnellfermenter noch reinmachen. Weil der müsste jetzt ja wieder geleert sein. Hoffentlich zumindest. Sonst müssen wir dann nochmal gucken. Achso, warte mal. Das Förderband wollte ich eigentlich sowieso kaufen, ne? Fällt mir gerade ein. Weil das Förderband wollte ich eigentlich verwenden für den Mist. Ja, stimmt. Warte mal, das kaufe ich jetzt. Jetzt, wo es mir gerade auffällt, das wollte ich da hier rückwärts ranstellen, damit ich da immer den Mist aufladen kann. Das Problem ist, ich sage immer so viel, ne, aber mach so wenig. Das war das Autoload-Ding, stimmt. Habe ich da eine andere Farbe? Nee. Eigentlich muss er schwarz sein, ne, weil wir haben so ziemlich alles, oder sehr vieles schwarz hier. Ich habe doch einen MB-Tag da stehen, ne? Den habe ich doch absichtlich da stehen gelassen, um das mitzunehmen. Natürlich habe ich das. Aber da haben wir das Förderband jetzt. Ach, das sieht mir nicht größer aus, das ist in Erinnerung. Ich hab gedacht, das ist so ein kleines, aber nee, nö. Schwarzer MB-Tag plus schwarzes Förderband. Geil. So, ab nach Hause, du. Dann machen wir das einfach mit dem Förderband. Da muss ich jetzt wahrscheinlich. Oh, das wird jetzt creepy. Da muss ich wahrscheinlich mit dem Wagen rückwärts ranschieben. Na toll, das wird jetzt eine lustige Geschichte werden. So, dann lass mal das mal da stehen. Weil man kann ja mit dem Förderband selber rumfahren auch, das ist ja kein Problem, weißt du? Machen wir den MB-Tag da vorne rein, dann ist das auch wieder gut. Jetzt hinten haben wir noch einen Anhänger stehen, ne? Den muss ich auch mal holen. Oh. Arbeit ohne Ende, es ist einfach ein Wahnsinn hier. Aber dafür mache ich es gerne. Ich hab da Bock drauf. So, da wo alles rumsteht, da sind wir richtig. Okay, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Das muss ich jetzt gleich mal deaktivieren, weil das geht gar nicht. Wo war denn das zum Aktivieren? Ist egal, baue ich nicht. Oh, das geht aber, hat aber eine sehr, sehr hohe Reichweite, ne? Ah, das funktioniert schon mal. Da bin ich schon mal, das funktioniert schon mal, siehst du? Sehr gut. So mache ich das. Wenn das auf Anhieb funktioniert und ohne Probleme keine Mucken macht, da bin ich, das ist doch genau meine Welt.
Gut, den bereiten wir schon mal vor für morgen. Ich sage aber erstmal, danke fürs Zuschauen. Für heute sind wir fertig. Ich würde sagen, morgen sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge hier auf dem Nordfriesischen Marsch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.